Willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Im letzten Teil haben wir Alhau endlich besiegt, endlich Rache für die Familie genommen. Viel zu lange hat es gedauert. So. Und wir haben jetzt auch einen Schlüssel bekommen, aber wir sehen uns erst noch hier hinten um. Hä? Ja. Gegner? Nee. Vogel? Irminik? Nur Gefangene. Ach, das ist doch der, wofür der Typ eben erzählt hat, ne? Der Sohn von dem ehemaligen Aal. Kann das sein? Wer ist da? Bleibt weg von mir! Das könnt ihr mir nicht antun! Ich lasse euch alle auspeitschen! Ich bin der Aal von Denerim! Aal Orion ist bei Ostaga gefallen. Wer seid ihr? Ich bin Vaughn Kandelt, Erbe des Aaltums von Denerim. Das ist die Wahrheit. Zu viele unserer Truppen fielen bei Ostaga. Nach Beginn des Aufruhrs kam Hau mit seinen Männern, um die Garnison zu verstärken. Zumindest behauptete er das. Ich hatte ihn kaum in den Palast gelassen, da warf er mich hier rein. Ein weiteres Opfer des Elfenaufstandes, hat er gesagt. Lasst mich hier raus! Ich tue alles dafür! Niemand hat euch vermisst, ihr könnt hierbleiben. Ihr seid der Sohn des Aals, den dieser Elf erwähnt hat. Genau. In meinem Zimmer liegt eine Geldkassette voll mit Sovereigns. Oh, schön. Lasst mich frei und ich gebe euch den Schlüssel. Wir hätten dich ja sowieso freigelassen. Überreden erst den Schlüssel, dann öffne ich die Tür. Also gut abgemacht, den freilassen. Denerim ist ohne euch besser dran, ihn erschlagen. Überreden erst den Schlüssel, dann öffne ich die Tür. Ja, machen wir mal. Ich bin verzweifelt, aber nicht dumm. Wenn ich euch den Schlüssel gebe, lasst ihr mich hier drin. Hm. Ach, was soll's, lass mich frei. Komm. Ich schwöre, das werdet ihr nicht bereuen. Das hoffe ich für dich, mein Freund. Gut, erhaltene Gegenstände. Wunderbar. Und dann noch zu dem hier. Andraste, Braut des Erbauers, hab Erbarmen mit mir. Elfstammer. Bist du das? Kleine Schwester? Nein, ich... Ich kenne euch nicht. Oder? Seid ihr real? Ja, deine kleine Schwester ist gekommen, um dich aus dem Kerker von Denerim zu befreien. Selbstverständlich. Wer bist du? Ich bin Ermanric, Leutnant der Kirche von Denerim. Ihr gehört doch nicht zu den Männern des Terran. Nein. Klingt, als sei er auf Lyrium-Entzug. Alle Symptome sprechen dafür. Verwirrung, Weinerlichkeit. Er weiß vermutlich nicht mal, was er sagt. Wenn die oberste Klerikerin wüsste, dass er hier ist, würde sie glühende Kohlen spucken. Adlige haben über Templer keinerlei Autorität. Ich habe meine Pflicht nicht erfüllt, Herr Bauer. Vergib mir. Ich habe versagt. Und niemand weiß, was er angerichtet hat. Ja, von wem redet ihr denn? Von dem Malefica. Er hat Blutmagie gegen Templer und Magier des Zirkels eingesetzt, um aus seinem Turm zu fliehen. In der Nähe von Redcliffe habe ich ihn gestellt. Aber die Männer des Terran haben ihn mir genommen und mich hierher gebracht. Ich glaube, das... Genau, hier ist dieser Malefica etwa Jowen. Ja, er hat sein Phylakterion zerstört. Wir sind ausgeschwärmt, um ihn zu finden. Ich war allein. Ihr seid doch real, oder? Mhm. Meine Träume sind so seltsam. Bitte, wenn ihr kein Traum seid, dann helft mir. Na klar, machen wir doch. Was soll ich denn tun? Gib diesen Ring meiner Schwester Elfstanna. Sag dir, dass es mir leid tut, bitte. Sie soll für mich beten. Machen wir doch neue Quest, der verlorene Templer. Wo haben wir der verlorene Templer? Irminric hat ja sein Siegel gegeben. Du sollst ihn seiner Schwester Ban Elfstanna geben, bringen. Wo bleibst du jetzt hier, mein Freund? Herrin der steten Traurigkeit. Du bleibst anscheinend hier. Bete. Ich denke mal, die werden wir dann wahrscheinlich bei der Kirche in Denerim finden. Oder Redcliffe oder was weiß ich. Ich denke mal Denerim. Gut, jetzt geht's hier aber langsam. Jetzt will ich trotzdem mal gucken, ob wir die Tür nicht aufmachen können. Du hast deinen Schlüssel verwendet. Bin schon unterwegs. Gut. Kommen wir jetzt hier hoch. Oder müssen wir wieder den anderen Weg? Ich weiß jetzt nicht, was kürzer war. Machen wir mal Quicksave.
Und dann können wir jetzt mit diesem Schlüssel, war das ein magischer Schlüssel, ich weiß es nicht, gehen wir auf jeden Fall mal zur Anora zurück. Gucken mal, dass wir sie befreit bekommen. Auch wenn ich da jetzt irgendwie ein bisschen was anderes erwartet habe, so magiemäßig. Aber gut, er hatte ja zwei Magier dabei. Der gute... Ho, 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 holy, oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn da los, Soldat? Wache. Oh mein Gott. Wo sind wir? Wir sind hier und wir müssen nur einmal... Okay, wir müssen rechts hoch und nicht links. Ja. Hallo. Ja, das war irgendwie zu erwarten. Und jetzt kämpfen wir in diesem kleinen Raum hier. Das ist natürlich ganz große Kacke. Das ist... Oh, die kommen alle mal an. Naja, was wartet an der Tür? Wie war das noch gleich? Frei bewegen? Ich sag mal Hallo und hol ihn mal eben. Oh, was? Gott, das sind aber verdammt viele. Ich wollte hier eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nicht, dass sie hier reinkommen. Ich glaube, die können wir irgendwie draußen lassen. Das müsste klappen. Kriegsschrei, ja. Gut, der haut Alistair in den Rücken, das ist nicht gut. So, das ist alles, ja, das passt soweit. Du können, doch ist ja wieder ready. Dann hauen wir das ja auch mal gerade wieder fix rein. Und du gehst weiter auf den hier drauf. Mach mal lieber eine Gruppenheilung hier. Sicher ist sicher. Geh einfach auf den drauf. Ist der weg? Gut. Ja. Ah, sie hat den guten Bär gar nicht mehr. Ja, natürlich. Und da, da kommt noch mehr. Du könntest eigentlich direkt mal schon drauf gehen und den Weg hier blockieren. Natürlich. Jetzt kommt keiner mehr durch. Schön ein. Nee, du nimmst jetzt keinen Wundumschlag. Natürlich. Haben wir da irgendwann vergessen zu looten? Nee. Unten wären noch ein paar Gegner. Na, wo ist er? Da unten zwei und hier auch einer. Nö, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Na, hier ist aber schon gleich auch wieder was. Na ja gut, die Königin retten wir dann aber erst im nächsten Teil. Bis dann.